Wie soll ich sagen? Am ersten Tag, ich werde es euch dann gleich zeigen, im Schlafzimmer haben wir ja das Bad in einem. Und am ersten Tag haben wir die Katzen im Badezimmer eingesperrt, weil in der Garage waren die ganzen Kisten, da waren auch überall die Kisten. Das war uns ein bisschen zu unsicher, dass sie irgendwas anpinkeln und das finden wir dann nie wieder. Und ja, wie soll ich sagen, der Kimber hatte ziemlich Heimweh. Der hat ziemlich geweint und ziemlich viel geraunt. Der Groomy nicht, der war eigentlich ziemlich, ja, entdeckungsfreudig, sagen wir mal so. Jetzt habe ich so einen Drogenstecker für Katzen gekauft und jetzt funktioniert das ganz gut. Natürlich vor der Tierhandlung, ne? Ja, jetzt habe ich da gerade ein Stativboard für die Kamera. Und zwar, zuerst habe ich die Radlerflasche gehabt, habe ich das reingesteckt, aber das hat leider nicht funktioniert, weil das umgeflogen ist. Lisa hat so glorreiche Ideen, Leute, ich sag's euch. Und weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Jetzt habe ich da bei dem Küchenrollenständer, da habe ich jetzt das Stativ reingesteckt und es hält. Haha, ich bin einfach the brain. Ich bin einfach the brain, Leute, wisst ihr? Also, wir haben die Couch zumindest mal ein bisschen. Dann hat Ronny die Boxen gemacht von dem Lautsprecher. Kabelkanäle fehlen noch, ne? Dann hängt der Fernseher. Da sind einfach Pflänzchen, da sind auch ein paar Pflänzchen. Ne? Da steht dabei ein Computer fürs Fernsehen. Ja, der Drucker muss noch weg. Und da ist noch lauter Klumpert, das muss auch noch weg. Da ist unsere großartige WLAN-Box und ich habe solche WLAN-Verstärker gekauft. Von denen haben wir jetzt 3 im Haus verteilt. Und derweil funktioniert es gut. Sollte auch bis in den Garten reichen. Ich hoffe, das tut's auch. So, dann das fette, schwere Aquarium hat seinen Platz hier gefunden. Das war eine Tortur, Leute. Das war so schwer. Das war so schwer. Gut, vom Esstisch kann man jetzt wirklich nicht viel erkennen. Der ist noch voll krammelt, der ist dann da drunter. Küche habe ich schon ein bisschen begonnen einzuräumen. Großteil, so Töpfe und Gläser. Was ist Kimba? Katzentisch. Das müssen wir auch noch fertig machen. Dann. Der fette Kratzbaum steht auch derweil da. Keine Ahnung, wo wir den hinmachen. Aber die Katzen finden es cool, weil sie kraxeln jetzt immer vom Kratzbaum rauf auf den Kühlschrank. Taugt ihnen anscheinend. Warte, ich drehe mal kurz rüber. Dann kann ich mit euch besser gehen. So, also. Dann haben wir da noch das ganze Chaos. Das muss auch noch alles weg. Da ist das Streamzimmer. Da habe ich euch eh schon gezeigt, der Schreibtisch. Er ist riesig. Er ist einfach riesig. Auf den freue ich mich schon sehr. Da haben wir die Computer eben drauf. Da ist noch ein fetter Schrank mit Spiegel. Hallo? Ja? Du musst schon alles zeigen, wenn schon, was der Plan ist. Ja, ich gehe noch nicht so weit. Du warst schon beim Tisch. Ja, aber nur beim Tisch. Da kommt ein Computer drauf und da kommt auch ein Computer drauf. Da haben wir jetzt noch einen Tischfuß dazu dann, weil uns das doch ein bisschen zu unsicher war. Ja, mit den 3,40 Meter nur auf so Winkeln war ein bisschen wackelig. Also wackelig nicht, aber zu unsicher. Jetzt ist doch noch ein Fuß dazukommen. Und da sind wir dabei noch nicht wirklich weiter, außer dass jetzt mal die Platte ist, ne? So, was haben wir noch? Dann zeige ich euch die Garage. Beziehungsweise, da haben wir noch ein Schuhkastel gekauft, weil das ein bisschen zu klein war, was wir hatten. Wir hatten nämlich ursprünglich nur das. Und das war ein bisschen zu wenig für unsere ganzen Sachen. Jetzt kam das noch dazu, das hat Ronny gestern aufgebaut, oder vorgestern. Das war sehr, sehr, wie soll ich sagen, ungenau. Er hat gekämpft. Ich habe dann das aufgehängt noch, das hat funktioniert. Habe ich richtig ausgemessen, bin ich sehr stolz auf mich gewesen. Ne? Und da ist auch noch ein Haufen klumpert, was irgendwo hingehört. Dann da. Stimmt, da haben wir eigentlich nicht wirklich was gemacht. Warte mal.
bis ich das Licht finde. Ja, das Bad ist eigentlich so, wie es ist. Da haben wir nicht viel gemacht. Da ist noch das WC auf der Seite. Aber das ist ja nur das für die Gäste. Genau. Genau. Ich mit meiner Küchenrolle. Hallöchen, Miss Anne. Hallo, hallo, hallo. Bad ist super. Bad ist schön. So, pass auf, jetzt muss ich da wieder das Licht abdrehen. Gut. Dankeschön, Anne. Grüße vom Jan. Liebe Grüße zurück. So, dann in der Garage. Ah. So, der Audi haben wir auch heute geholt. Der hat jetzt endlich seinen Platz. Ronny hat da jetzt überall solche Schwerlastregale aufgestellt. Mit lauter Klumpert für die Garage. Das müssen wir auch noch alles ein bisschen sortieren. Aber er hat das zumindest mal alles eingeräumt. Da hat er die Uhr, was dabei überblieben ist, dabei herkängt. Da ist auch ein Kastel mit Klumpert und mit Werkzeug. Da ist unser alter Streaming-Tisch. Warte jetzt mal, ich muss da einmal kurz um die Kurve. Warte jetzt mal. So. Unser alter Gaming-Tisch, den hat Ron jetzt als Werkbank umfunktioniert. Das fette Ding, da haben wir auch bestellt. Richtig cool. Jetzt sind endlich mal alle Sachen sortiert und man findet was, wenn man was braucht. Das ist übrigens meine Schere für die Küche, die gehört da endlich nicht her. Aber ich lasse das jetzt mal, Ronny, ne? Ich lasse das jetzt mal. Dankeschön, Micha, für den Host. Dankeschön, warum steht da kein Lamborghini? Frag mich nicht, Mani. Frag mich nicht. Aber ich habe bald Geburtstag, 2 Wochen, ne? Weißt schon, was du mir schenken kannst, Mani, ne? Groomy Cat ist am Start. Groomy, sag was. Nein, Groomy. Oh, Kimba kommt da. Kimba. Kimba. Kimba ist voll entspannt. Der chillt sein Leben. Und Groomy sprichst du mal wieder, ja. Nimmt eh keiner weg. So, dann haben wir, was haben wir noch nicht? Ja, da im Technik hat Ronny vorher noch gerade den FI-Schalter getauscht. Das blöde Ding hier, aber dabei funktioniert alles. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und ich hoffe, es bleibt so. Da haben wir Wärmepumpe, das ganze Klumper, das muss man alles noch zumachen. Aber gut, Technikraum ist nicht so spannend. Boah, da steht auch noch überall so viel rum. Überall. So furchtbar. Da hat jeder endlich seinen eigenen Waschtisch. Ich freue mich sehr. Meine Seite ist schon bummvoll. Ja, oh ja, großteils. Großteils. Da habe ich heute noch ein paar so Kisten gekauft. Die muss ich noch einräumen. Da ist auch noch eine ganze Kiste mit Klumpert. Das geht auch noch wohin. Gestern waren wir schon baden. In der riesigen Badewanne. Boah, es geht so viel Wasser rein, ne? Bis die voll ist, dauert einfach mal eine Ewigkeit. Aber richtig gut. Richtig gut, die Wanne. Ja, da ist noch das zweite WC. Bing! Da habe ich ein paar Kunstpflänzchen aufgestellt. Da ist aber auch nicht wirklich was passiert. Das war eigentlich eh schon alles so gut, wie es ist. Nein, Grummi, da gehen wir nicht rein. So, da ist die Riesendusche noch. Und da ist noch das Schlafzimmer, da muss ich noch, da ist auch noch ein Berg, da muss ich noch Nachtkästchen kaufen. Die haben wir nämlich auch noch nicht. Noch mein Laptop von vorher. Und da ist nochmal der gleiche Schrank wie drüben, der riesige Spiegelschrank. Wartet, wartet, wartet. Zeige ich euch noch unser Gartenprojekt, was wir noch machen müssen, ne? Also schaut mal. Da sind, ich glaube, 11 Tuyen oder sowas. Da müssen wir die schönen raussuchen, wie der zum Beispiel oder der oder der. Und die kommen dann. Da hinten steht unser Mini-Komposter. Den hat Ronny halt aufgebaut, den wollte ich eigentlich machen. Aber ja, den hat Ronny heute schon übernommen. Da fehlt auch eine. Die Tuyen sind so schrecklich.
Warum geht da kein Licht an? Wartet mal, Leute, das haut mich hier gleich auf. Hä? Okay. Uno momento. Da gehen die Lampen nicht an. Ach gut. Ah, da geht's wieder an. Also Terrasse gehört auf jeden Fall noch gemacht. Unsere ganzen Kisten. Ja, Terrasse ist noch nicht fertig. Zumindest steht ein Tisch und noch ein Schirm steht da und ein Griller. Zumindest war's. Da haben wir sich jetzt gedacht bei den Dachrinnen, dass wir da so kleine Kräuterbeete. Oh, jetzt geht das ganze Licht an. So kleine Kräuterbeete drumherum machen. Ich glaube, das würde ganz nett ausschauen. Da hinten haben wir einen Marillenbaum und da haben wir einen Kirschbaum. Und ja, man sieht's, keine Nachbarn weit und breit. Aber man sieht schön runter in die nächste Stadt. Ganz leicht hat man noch ein Auto fahren. Und da hinten sieht man auch noch ein paar Lichter. Also wir sind wirklich das letzte Haus mit Panoramablick auf die nächste City. Richtig nett. Von der Seite kennt ihr das Haus ja schon, jetzt sieht man ein bisschen mehr. Ah, da hinten fährt noch ein Auto. Ein spätes zur Stunde. Ja, die Gartenhütte werden wir wahrscheinlich da hinten in die Ecke noch aufstellen. Und Rasenmähen. Rasenmähen werden wir morgen. Da werde ich mich jetzt richtig drauf freuen schon. Warte, jetzt mal kurz da lesen. Es ist dunkel. Es ist sehr, sehr dunkel. Was für eine Stadt sieht man da? Wiener Neustadt. Ronny hat Licht angemacht, ja. Was ist das für ein Haus da? Doch, Nachbarn. Auf der anderen Seite sind Nachbarn, ja. Aber da Gartenseite nicht. Warte, jetzt gehen wir einmal wieder da retour. Ah, da funktioniert's. Da ist noch die Wärmepumpe auf der Seite. Und ein Gartenschlauch. Ja, Bewegungssensoren. So. Autos, Autos, Autos. Genau, da ist ein Haus. Ein einzelnes. Da ist weit und breit kein Haus. Und da ist auch weit und breit kein Haus. Also eines gibt's auf der Seite, ja. Aber dafür rechts und links und vorne und hinten nicht. Zum Kompost. Krumi, geh rein, was machst du denn? Gehst du rein? Geh rein. Geh rein. Krumi, geh rein wieder. Geh rein. Geh. Geh rein. Stell dich jetzt nicht so. Du bist ein Dodel. Ja, du musst dich mal wurzeln. Ja, hast recht. Und dann gehen wir rein. Komm, Krumi, da kommen die Gelsen. Du bist schwer. Schau, jetzt bist du super dreckig. Ach Gott, über diese Katze. Rein jetzt mit dir. Geh rein. Krumi, ist nicht dein Ernst jetzt. Jetzt komm her. Du bist so komisch. Stell dich jetzt nicht so an. Geh rein jetzt. Geh rein. Ist das schön draußen im Dreck, ha? Ist das schön draußen im Dreck? Was machst du? Hi, Mia. Hi, Tiger Shark. Geh jetzt rein, Krumi. Geh rein jetzt. Du bist urschwer schon. Bleib. Krumi, du bist schwer. Entschuldigung. Bleib jetzt drinnen. Geh, geh. Alter, Leute, sobald ich kann die Tür nicht zumachen. Ich habe keine Hand frei. Aber er läuft nie weg. Er läuft nur bis hier. Du bist so ein Zwing. Lass das. Lass das. Komm jetzt. Krumi, du bist so schwer. Was hast du gefressen? Ja, er ist so anstrengend. Ja, mal. Nimm ihn. Ich komme nicht nach mit Tür zu und Krumi rein. Okay, ist der andere noch da? Ich glaube schon. Ah. Alle, sogar Lisa hat gesagt, sie freut sich drauf und die war so fertig.
ganze Zeit nur, sie ist müde, sie ist müde, sie ist müde, ich kann es nicht mehr hören, dieses müde, ganze Zeit müde. Sie steht in der Früh auf, ist müde, sie ist, jetzt kommt es Mittag heim, sie ist müde, am Abend schaut sie mich an und ist müde. Ja, ist ja schon gut, ich gehe schon. Tschüss, bis dann. Ich glaube, ich spinne hier. Okay, Chat, wir suchen jetzt für Ronny den Bordtisch. Du hast dann fix verzahlt. Ich habe keinen Bordtisch weggeräumt. Wenn der dort jetzt ist, wo ich glaube, dass er ist. Dann weiß der, zeig. Passt auf, Leute. Wenn jetzt der da ist, wo ich denke, dass er ist. Gib Schub, sonst schlafst du dann im Gästezimmer. Da ist er, genau wie ich. Da hat er mich nicht reingeschoben. Da war er die ganze Zeit. Da hat er mich nie reingeschoben, da. Ja, geh Ruhe jetzt. Dein Akku, lass ihn mal vorbei. Chat, Ronny hat die Stichsäge in der Hand. Ich weiß nicht, was es wird, aber ich schaue mal ganz kurz. Was machst du? Was hast du vor? Ich hoffe, dass es deine 40 fällt. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ach so, Leute, jetzt bitte einmal kurz Daumen drücken, dass der FI nicht fällt. Das wäre jetzt nämlich richtig nice. Also wenn das Internet gleich weg ist, dann verzeiht's, dann liegt es an Ronny. Hast du das auch richtig ausgemessen, dass sich das jetzt ausgeht? Ich hoffe mal. Geht es nicht aus? Nein, das ist zu knapp gemacht. Oh, ist zu klein ausgeschnitten. Oh, armer Ronny. Typisch Ronny. Schaut euch mal den Stecker an. Was soll das sein? Was ist das? Für was ist das? Einfach Müll. Wenn nur noch eine in der Packung ist, muss man ihn leider essen, damit man die Packung wegschmeißen kann. Hilft nichts. Muss man sich gönnen. Er macht automatisch Sprudel. Ja, du kannst, also Mineralsodawasser halt. Sprudelnd, mild oder nur Magnesiumwasser. Wo wäschst du das Gemüse, wenn der Wasserhahn sprudelt? Nee, du kannst es ja umstellen. Du kannst normales Wasser natürlich auch runterlassen, aber zusätzlich mit Kohlensäure. Und gefiltertes Wasser natürlich, das ist mit Magnesium. Nein, es geht ums Mikroplastik und Magnesium. Wunder. Ja, Magnesium. Wie hat er das jetzt von dort gelesen? Er kann einfach Gedankenübertragung, Pudler, weißt du? Wenn ich an was denke, dann spürt das Rollen und dann kann er darauf antworten. Oder so. Roll, hast du gerade die Almdudlerin aufgemacht? Ist das dein fucking Ernst? Ja. Warum? Weil die andere mehr wert ist. Aber nicht meine Almdudlerin. Ja, nein? Lisa, gib mir eine Almdudlerin. Ronny hat, schau ja. Mal, Ronny hat meine Almdudlerin. Lass los, du schützt das aus. Nein, lass du aus, ich zeig's nur her. Nee, du lässt es jetzt fallen. Mach schau mal, da steht extra Almdudlerin drauf. Ja, und das ist meine. Und Ronny hat mir es weggenommen. Lass mich wenigstens einen Schluck machen. Gib einen Schluck. Trink das jetzt nicht aus, Fex. Ronny, nein! Nehmt euch Zeit. Überhastet es nicht, nehmt euch Zeit. Genug gearbeitet. Also und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön für den Support.
Schaut auf Discord, Instagram wieder, da werden wir das nächste Mal kommen. Wie gesagt, jetzt gerade ist es ein bisschen schwieriger, vielleicht mit Lisa, morgen mit dem Rasenmähen, ich weiß es noch nicht. Ich werde das Netz mal checken im Garten. Ich werde auf jeden Fall da morgen weitermachen und ja, dann beim nächsten Mal kannst du dann schon Buki Luki machen. Wie weit, dass wir dann schon sind, ne? Tschüss, Papa, haut's rein, bleibt's mal gesund.